Bei dir ist alles gut. Also ja, Nahrung im Überfluss jetzt. Vor allem, weil jetzt der Müller auch normal arbeiten kann und unsere Farmer normal arbeiten Ja. können. Ja, nur Weizen wird es gerade Mangelware. Also ja, hier nördlich können wir alles zubauen. Zweifamilienhaus für Pilzsammler und Holzfäller. Holzfäller hier oben irgendwo hin. Hier unten den Eisen. Die Eisenmine, dann die Eisenschmelze und die drei anderen Gebäude hier oben irgendwo hin. Also Eisenmine, Eisenschmelze, die anderen drei hier hin, da ein Tempel hin. Ja, da haben wir viel zu tun. Der Tempel von den Mayas sieht übrigens nicht gerade einladend aus mit den Totenschädeln. Oh, und wir haben so viel Nahrung jetzt mittlerweile, dass der Bäcker einlagert. Ah, auch gut. Der Jäger wohl auch. So, du Steinmetz. Fangen wir schon mal fleißig an, Steine zu kloppen, weil wir müssen die Goldindustrie ankurbeln. Sven baut eine Obstfarm, indem er irgendwo hingeht. So, die Obstfarm ist fertig. Gabelbart kann trainiert werden. Ist gut. Oh, und wir kriegen auch endlich Nahrung ins Dreifamilienhaus rein. Und jetzt sind wir so am größten Problem, das wir haben können, angekommen. Wir haben kein Weizen mehr. Und es dauert noch ein bisschen, bis der neue Weizen reif wird. Zum Glück haben wir Mehl jetzt im Überfluss. Ja, Lehmarbeiterzelt steht leer, ist okay. Achso, du bist gerade dort beschäftigt. Du kriegst ein Mädchen schon mal. Damit hier unten dann auch alles läuft.
Holz kommt. Steine könntet ihr sogar hier noch rumliegen finden. Während unser Steinmetz. Den Goldsucher freischaltet. Ja, das ist wieder mal eine Mission, wo wir eigentlich den gesamten Tech-Tree brauchen. Abgesehen vielleicht vom Lagerhaus. Sogar den Obstbauer tue ich jetzt mal wieder ausgraben. Und der Fischer, den hatten wir am Anfang auch. Wobei, ich glaube, hier oben könnte ich ein Lagerhaus hinbauen. Wenn wir denn sowas brauchen sollten. Bin mir noch unsicher. Na gut, hier unten sind wir recht weit weg. Hier oben, was müsste hier oben eingelagert werden, außer vielleicht Eisen? Und Eisen sollte eher in die Produktionsgebäude gelagert werden. So, Steinmetz ist fertig, das heißt der Gold. Schürfer kann anfangen, sehr viel Gold abzubauen. Und es ist immer noch kein Weizen in Sicht. Mist. Goldsucher von den Mayas kommt hier rüber. Okay, sie bringen Steine. Oh, da liegt Leder rum. Warum liegt da Leder rum? Achso. Für den Holzfäller. Ja, es wäre wirklich langsam schön, wenn der Weizen reif werden würde und sie ihn abernten könnten. Oh ja, da wird der erste Weizen reif. Es ist sehr viel Weizen jetzt angebaut. Das heißt wahrscheinlich... dürften sie bald ordentlich ernten können. Schusterei steht schon eine Weile leer. Gut, wir haben jetzt Nahrungsüberschuss und brauchen Schuhe. Vor allem, wir haben Nahrung in den Gebäuden mehr als genug jetzt. Und ja, Weizen kommt gut rein. Der Müller kann wieder arbeiten. Wir kriegen Weizen für das Gebäude. Ich denke mal, du bist wieder voll. Ja, bist du auch. Das ist auch gut. Olga ist gerade mal 4, das heißt, sie müsste sich bald transformieren, also in die Mädchenstufe, nicht mehr in die Babystufe. Meine beiden Jungs sind auch schon gut dabei, erwachsen zu werden. Du holst Weizen. Ah.
Du sammelst da einfach Leder, anstatt dass du das da nimmst. Schade. Ja, der Schuster kann eine Weile produzieren. So, Holzwerkzelt ist fertig. Du baust jetzt eine Goldmine. Okay. Du kannst hier einziehen und kannst hier schon mal an die Arbeit gehen. So, Dreifamilienhaus ist fertig. Du bist erwachsen. Kannst also in die Schule. Olga braucht noch ein bisschen. Hort auch. Gut, das heißt, du kannst schon mal Obstfarmer machen. Du musst Farmer lernen. Werkzeugschreinerei, ja, die braucht eh keiner mehr. Du bist müde, so geschlafen. Gut, gut. Keine Ahnung, wo ich den Tischler nachher hinbauen soll. So, du hast Farmer gelernt. Du musst aber Obstbauer werden. So, wenn wir über 10 Schuhe haben, machen wir wieder ihn zum Jäger. Ja, da kommt jetzt gut Weizen rein, weil viel Weizen jetzt wieder reif geworden ist. Sie ist 11 und er ist erwachsen. Gut. Steinmetz, Goldsammler. Und dann verheiraten wir dich noch. Ja, ja.
Aber ja, jetzt läuft alles mit der Nahrung gut.